Servus meine Damen und Herren, kleine Eilmeldung, heute ein spontanes Video, ich wollte eigentlich was anderes machen, aber ist heute total egal, denn sie sind endlich da. Die Klassenehrenhallen sind da, wir dürfen keine Zeit verlieren, wir müssen direkt rein ins Video, ich zeig's euch. Und da ist es, das absolut geilste Update in Shakes & Fidget. Ich sag's euch, wie es ist so nice. Wir haben hier eine Rangliste, wir haben hier Analysen von Charakteren, wir haben hier Helden, wir haben Gilden, wir können alles filtern. Es ist komplett abgefahren und das geilste ist, es geht sogar für Welten. Es geht für Klassen, ich werde das jetzt gleich alles kurz mal zeigen. Und ihr seht gerade schon im Hintergrund, ich habe hier mal nach Spielern gefiltert, ja, vom Level. Wir haben hier den Dr. Dame auf 1, ja. Und dann geht es so weiter runter. Das ist komplett krass. Und ich glaube, es ist die beste Lösung, die wir machen konnten, das Ding außerhalb des Games zu machen. Mich erinnert das an RuneScape. Da gab es das damals auch. Falls jemand noch RuneScape kennt, die Oldschool-Atzen unter uns werden das wahrscheinlich noch kennen. Und jetzt gibt es das halt in Shakes & Fidget auch. Es ist eine komplette Eskalation. Ich meine es echt ernst. Ich zeige euch das jetzt mal an einem Beispiel, ja. Wir nehmen jetzt hier die Welt. Ja, ich gehe jetzt mal hier ganz trocken auf Deutschland 2. Ja, und filter jetzt hier nach Dämonenjäger. Und da seht ihr, ha, wer ist denn da auf Platz 1? Der gute Tuni, ja, das bin ich, meine Wenigkeit. Und das ist halt übergeil. Jetzt kann man aber hier hingehen und sagen, ey, wir wollen auch Gilden filtern, ne? Also auch alles geil. Und jetzt, pass auf, jetzt ist hier der gute Tuni, da kannst du in die Analysen reingehen. Hier steht quasi meine Entwicklung, ja, 13.06. ist hier irgendwie Stichtag. Alles vorher geht nicht, aber ich denke mal, ab da fängt es dann an, mit den Daten das Ganze zu tracken. Das ist wunderschön. Und ja, hier ist auch die Entwicklung Weltrang, ja, so wie ich mich quasi an die Spitze kämpfe und jetzt sind wir gerade hier bei, kann man den genauen Wert sehen? Kann man das genau sehen? Ne, noch nicht so ungefähr. Ja, 2.10 wahrscheinlich so gerade aktuell. Ach, der steht ja. Never mind, der steht ja da. Er steht ja hier. So, also 2.10, sehr wild. Und ja, ey, ganz ehrlich, für mich die absolut geilste Scheiße, die wir seit langem bekommen haben. Ich finde das so brachial. Und das ist noch nicht alles. Jetzt kannst du hier auch noch sehen, wie das gespielte Klassenverhältnis auf dieser Welt ist. Also komplett krass, ihr seht, natürlich ist eine alte Welt jetzt hier in dem Fall, ne? Viele Magier, Krieger, Kundschafter. Diese ganzen neueren Klassen, ja, wie die so verteilt sind. Und Leute, ich habe es damals gesagt, hier oben im i habt ihr ein Video zum Thema Aufholer. Da ging es nämlich darum, dass man halt die Chance hat, auf einer alten Welt der Beste seiner Klasse zu werden. Und das geht bei neuen Klassen natürlich immer sehr leicht. Und jetzt haben wir aber auch das, jetzt haben wir den Proof. Wir können das jetzt auch einfach proven. Ich bin so begeistert. Das ist unglaublich. Ihr müsst euch da reinklicken. Einfach ganz trocken auf den Webshop gehen. Ja, da habt ihr das. Statistiken. Ja, wir haben Community-Feed. Wir haben Shop. Ne, und wir haben Statistiken. Da könnt ihr alles drauf machen. Dann geht ihr da rein und dann könnt ihr Spaß haben. Ja, ihr könnt alles hier so analysieren. Und ganz ehrlich, Alter, ich wollte das Video jetzt nicht so krass strukturieren. Ich wollte das gerade so ein bisschen live-aufnahmemäßig machen, weil ich habe das jetzt gerade erst erfahren und ich wollte echt einfach, dass man so ein bisschen sieht, wie meine Reaktion auf so ein Update ist. Das ist doch irgendwie geil, Alter. So, guck mal hier. Hier gibt es sogar noch Captain Tunis. Hier kann ich alle meine Accounts sehen. Ja, man kann überall alles gucken. Wie gesagt, auch die Welt nachschauen. Es ist unglaublich. Probiert euch da mal so ein bisschen aus, ja. Denn das ist wirklich unglaublich. Man kann hier gefühlt Stunden jetzt verbringen so. Und das macht einfach nur sehr, sehr, sehr großen Spaß. Ne? Das war's auch schon mit dem Video. Guckt gerne rein. Link ist in der Beschreibung. Wir sehen uns ansonsten die Tage. Bleibt gespannt, denn das Kapitel EO10 fängt hier an auf diesem Channel. Es wird brachial. Bleibt da auf jeden Fall dran. Und man sieht sich, meine Damen und Herren. Tschüssi, ne? Tschö mit Ö, ne? Alles klar. So.